Es ist, wie schon gesagt, ein Gespräch. Wir wollen ins Gespräch kommen. Ich möchte aber mich vorher ganz kurz mit ein paar Sätzen vorstellen und was Sie dann bitten, das Gespräch zu übernehmen, Fragen zu stellen. Und ich denke, das wird dann schon ganz gut werden. Ich bin 1943 geboren in Frankfurt-Oder. Kriegszeit, und meine Eltern sind schon mal geflüchtet nach dem Ersten Weltkrieg. Mein Vater kam aus Ostpreußen, meine Mutter aus Westpreußen, beide Gebiete gingen teilweise verloren. Spielt eine kleine Rolle schon, weil wir mussten 1945 auch wieder flüchten. Die russische Front kam vor Berlin am 30. Januar 1945. Ich im Kinderwagen sind wir also Richtung Berlin gezogen, haben da die letzten Tage glücklicherweise alle überlebt. Meine Mutter mit 4 Kindern, mein Vater war da schon in der Gefangenschaft, das wusste man noch nicht alles so. Also Kriegskind und dann auf der Flucht gewesen und sozusagen in dem zerstörten Deutschland hin und her gereist, ohne feste Wohnung, ein paar Köfferchen, die wurden immer weniger. Zum Schluss waren es nur noch 2, weil meine Geschwister waren dann viel älter. Wir sind 4 gewesen, einer ist schon gestorben. Und das war so die Situation, in der ich aufgewachsen bin, über viele Stationen. Heiligenstadt, Wernigerode, Salzwedel kamen wir nach Halle. Ursprünglich, das wird auch noch, also ich war ja da noch immer im Kinderwagen, sollte der Zug von Berlin, mit dem wir dann fuhren, nach Richtung Westen bis Hannover fahren, ging aber nicht, weil die Strecke kaputt war. Wir blieben also in Heiligenstadt stecken und lebten da dann 3 Monate auf dem Bahnhof mit hunderten anderen. Das heißt, ich will nur sagen, diese Geschichte, wo man dann gelandet ist als Flüchtling und wo man aufgewachsen ist, Ost oder West, das war rein zufällig. Viele sind im Westen gelandet, blieben denn da. Wir sind sozusagen genau an der Grenze im Osten gelandet. Das war ursprünglich noch von Engländern besetzt. Aber diese Grenze war ja festgelegt, wusste man auch nicht, wo die genau ist. Da kamen dann die Russen. So blieben wir sozusagen im Ostteil. Und das war jetzt auch, meine Eltern hatten 2-mal alles verloren. Nach dem Ersten Weltkrieg, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie wollten sich eine Existenz aufbauen und nicht nochmal ein drittes Mal alles verlieren. Das ist auch ein Grund, weshalb wir sozusagen im Osten geblieben sind. Obwohl dann in der Zeit, in den 50er und 60er Jahren, man schon sah, dass das Leben sich eben in einer Diktatur gestalten würde. Das war schon abzusehen. Je später das wurde, desto klarer wurde das ja. Aber sozusagen, da war dann der Wille oder der Wunsch, nochmal neu anzufangen, nicht mehr vorhanden. So bin ich also in Halle hängen geblieben. Seit 1952 sind wir da in Halle, haben wir gewohnt. War zunächst mal eine sehr unangenehme Stadt. Ich war immer so in kleinen Städten aufgewachsen, Wernigerode im Harz. Aber jedenfalls, da kam ich dann, also ging dann zur Schule, auch zur Oberschule. Und ich habe in Halle den 17. Juni erlebt. Da war ich 10 Jahre alt. Das war ein erster Eindruck, dass da, ja, ich möchte mal sagen, so politische Ereignisse im Leben stattfinden, auf die man keinen Einfluss hat. Wir wohnten direkt im Stadtzentrum, am Markt, wo sich das Ganze abspielte, wo dann auch die russischen Panzer kamen. Mein Vater hatte eine Apotheke, war Apotheker, eine Apothekenleitung bekommen. Und, aber da war ich 10 Jahre als Kind, nennt man das nicht so, war die Ursachen, warum, weshalb. Das waren dramatische Tage. Wir waren 6 Wochen lang von Russen belagert im Zentrum, hatten so überall so MG-Nester aufgebaut, Kanonen, eine Kanone stand direkt vor unserem Haus, das Rohr zielte genau in unsere Wohnung rein, also war schon beeindruckend. Aber das ging vorbei und dann habe ich Abitur gemacht, beziehungsweise es war in dem Jahr, als ich Abitur machte, das war im Juni 1961, in der Zwischenzeit war mein Bruder nach West-Berlin gegangen, studierte dort Medizin. Ich hatte ihn oft besucht, kannte also West-Berlin in dem Sinne. Und das war ja doch durchaus ein anderes Leben, auch wirtschaftlich, auch alles vom ganzen Äußeren her.
Und da kam die Mauer am 13. August 1961. Und das war ein erster Schock, da war ich 18. Das kann man sich nicht vorstellen. Es war so, wie wenn man eingesperrt wird. Das war mir völlig klar. In dem Moment kommt man nicht mehr raus. Also nicht mehr raus, nicht mal nach West-Berlin. Auch, wir hatten Verwandte in Westdeutschland, die hatten wir in den 50er Jahren auch ein paar Mal besucht. Und da lebt man in einem Zustand, man ballt die Fäuste in die Hosentaschen, aber man muss es hinnehmen. Und es fühlt sich ohnmächtig. Mein Berufswunsch war ursprünglich, ich wollte zum Theater gehen, weil mein älterer Bruder war auch am Theater, wollte Regisseur werden. Das habe ich dann aber schnell sein lassen, als die Mauer kam, weil mir klar wurde, dass diese politischen Forderungen und die Repression, die damit verbunden waren, stärker würden. Und da habe ich mir was anderes gesucht, nämlich habe dann Geologie studiert. Einfach in der Vorstellung heraus, Geologie ist etwas, was sozusagen die ganze Erde betrifft. Man kann vielleicht in dem Beruf auch mal ins Ausland kommen oder in die weite Welt, also wenn man sich das so vorstellt. Für mich war immer sozusagen der Wunsch, möglichst oft in die weite Welt zu kommen. Einfach aus Neugier oder so eben so. Ja, und dann habe ich das studiert und hatte auch das Glück in dem Sinne, dass ich als Assistent, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität arbeiten konnte nach dem Studium. Das war 68. 68 war auch so ein Jahr sehr kritisch. Das war die Invasion der Sowjetunion in der Tschechoslowakei. Prager Frühling, das hatten wir alle mit heißen Herzen verfolgt und dachten, na, irgendwann muss es doch auch mal hier in der DDR losgehen, dass solche Öffnungen stattfindet. Und dann kam eben dieser Einmarsch am 21. August 1968, war auch wieder zu Ende die Hoffnung. Aber ich habe dann an der Universität gearbeitet, habe dann Studenten ausgebildet, habe viele Exkursionen gemacht, also war sehr oft, aber alles nur eben sozusagen in unserem kleinen DDR-Ländle, auch über die Grenzen kam man selten. Später hat sich das ein bisschen verbessert für mich, weil ich dann über Abkommen der Universität und so weiter in solche Gelegenheiten kam, über Studentenaustausch mit der Sowjetunion oder mit Ungarn oder mit Bulgarien Möglichkeiten hatte, also den Ostblock kennenzulernen. Das habe ich dann auch genutzt und das war auch nicht schlecht, aber auch Richtung Westen war gar nichts möglich. Es sei denn, man wurde ja dann auch sozusagen gleich beurteilt, gehst du in die Partei oder gehst du nicht in die Partei, das kam für mich gar nicht in Frage, sodass man da eben immer außen vor blieb, also Parteikader, die konnten teilweise nicht Parteikader, das wurde alles abgeschottet. Dann gibt es die nächsten Ereignisse, 75 Biermann. Also man lebt ja als junger Mensch, ich gehe ja davon aus, wir haben ja auch Interessen an den Entwicklungen, die im Lande so stattfinden, nimmt ja sowas wahr. Das war auch eine große Ernüchterung, die Biermann-Affäre. Wolf Biermann, damals ein bekannter Liedermacher, der also kritische Lieder sang, wurde ausgebürgert, durfte nicht wieder zurück. Also man merkte, wie willkürlich die Staatsführung immer agierte. Man wusste auch, dass es eine Stasi gab, aber mit der hatte man erstmal gar nichts zu tun und es war eben, also gehörte mit dazu, obwohl man damit nicht ganz einverstanden war. Und die Zeit an der Universität, die ging also relativ gut, habe mich da wohlgefühlt, mich aber eben um politische Aktivitäten selbst nicht bemüht, weil immer sozusagen dieses Wissen dahinter stand oder diese Erfahrung als Einzelner, was kannst du da tun, du kannst gar nichts tun. Das passiert eben nicht und das musst du hinnehmen und dann läuft das so. Aber es änderte sich ein bisschen schon, so mit, also da war ich dann schon so 30, über 30, man lernt auch andere Leute kennen, die kritischer sind. Auch meine Frau damals hat eben sehr, sie war kirchlich gebunden und wir haben da auch in kirchlichen Kreisen diskutiert. In Halle-Neustadt hat sich eine offene Jugendarbeit entwickelt. Das waren Leute, die also haben sich um junge Leute gekümmert, die Schwierigkeiten mit dem Staat hatten. Die so lange Haare hatten, das war so verpönt oder die andere Meinung sagten, das war also nicht erwünscht.
Sie kriegten teilweise, flogen sie alle von der Oberschule, also wer das Zeichen trug, Schwerter zu Flugscharen, das ging ja damals schon los mit der Rüstungsdebatte, Friedensbewegung, so auch in den 75er Jahren, auch in der DDR. Aber das war eben mit großen Risiken verbunden, wer sich da so offen bekannte, der wurde eben von der Oberschule rausgeworfen. Also meine Tochter, die hat selbst betroffen, nicht? Die ist dreimal sozusagen zu DDR-Zeiten von der Oberschule geflogen, einmal aus der normalen 12-Klassen-Oberschule, nicht? Weil sie dann eben mit dem Vater und außerdem war ein Familienmitglied drüben geblieben und Familienzusammenführung sollte dann nicht stattfinden. Von der Abendoberschule ist sie runtergeflogen und einen Beruf, so wie jetzt, Berufsausbildung hatte sie nicht gehabt, aber sie hat im Krankenhaus gearbeitet und wollte sozusagen Krankenschwester werden mit Abitur nebenbei, wurde auch nicht gestattet. Sie ist dann aber auch nach drüben gegangen, 86. Na gut, diese Situation, in der man lebte, war unbefriedigend und man begann eben doch nach Wegen zu suchen, ob man da nicht was ändern könnte. Und die erste Erkenntnis meinerseits war so in den Ende der 70er Jahre, an für sich funktioniert so ein Staat, in dem man lebt, eine Diktatur, wenn man das sieht, dass es eine Diktatur ist, nur so lange oder nur dadurch existiert diese Diktatur, weil alle mitmachen. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Nicht? Natürlich hat der Staat Repressalien angewendet, man wusste, da gibt es die Stasi, nicht? Die waren zwar verdeckt, aber irgendwie, man hatte immer was gehört, wenn man unartig ist sozusagen, dann greifen die zu. Man hatte Schwierigkeiten im Betrieb, die Karriere wurde eben nicht gewährt. Es ging weiter, dass man Kindergartenplätze nicht kriegte, dass man keine Urlaubsplätze kriegte. Alles wurde ja verteilt. Das war alles im Monopol der Partei, des Staates und des Betriebes. Also die Betriebsleitung, die waren ja nur sozusagen Vollstrecker der von der Staatsführung gemachten Meinung. Und da war eben die Entscheidung, im Grunde genommen muss man sich einfach nur verweigern. Einfach an Stellen, wo man nicht mitgehen kann, sagen, nein, ich mache das nicht mit. Das war so ein entscheidender Punkt. Man merkte auch, man dachte nicht alleine so. Es gab woanders auch, in allen Städten gab es solche Gruppen, die sich bildeten dann auch Diskussionsgruppen, Lesezirkel, alles im Kleinen, 5 Leute, 10 Leute, 15 Leute. Man lernte sich kennen und tauschte sich aus und sagte also, an all den Dingen muss ich nicht teilnehmen. Ob das dann Wahlen waren oder ob das Betriebsversammlungen waren oder die ja ständig immer dabei waren oder Aufgaben, die man übernehmen musste, FDGB, also dieser staatliche Gewerkschaftsbund, war da immer gefragt, man sollte sich da aktiv einsetzen. Der sozialistische Wettbewerb war so eine Sache, wo jeder involviert war, wo man immer Dinge machen musste, die gewünscht waren oder gefordert waren. Und an der Universität gab es ein System, dass die Studenten alle 6 Wochen in einem Jahr eine militärische Ausbildung bekamen, also die weiblichen Studenten. Männliche Studenten, die waren eh zur Armee gekommen und diese weiblichen Studenten, die wurden in Lager gesteckt, kriegten Uniformen übergezogen, nicht? Und übten, lernten sozusagen unter militärischem Kommando. Die Ausbilder waren teilweise Offiziere von der Armee, alte Ausgediente, und man wurde aber als wissenschaftlicher Mitarbeiter von der Universität aufgefordert, oder das hast du nicht aufgefordert, man wurde beordert in diese Lager hinein und sollte diese Ausbildung mitgestalten. Und als ich an die Reihe kam, habe ich gesagt, das war also dann so 81, das kommt für mich nicht in Frage, weil das Sinn des Ganzen war im Grunde genommen, man sollte lernen, Atomkrieg zu überleben. 1980, 81 gab es ja diese großen Friedensdemonstrationen auch im Westen, auch im Osten gab es, aber wie gesagt, nicht in dem Maße. Und da habe ich mich verweigert, was natürlich denn zur Konsequenz führte, dass sie mich aus dem Hochschuldienst entlassen mussten. Zwar haben wir alle bejammert, bedauert, nicht, aber gab keinen Weg. Es war mir auch vorher klar, also ich wusste, wenn ich mich dafür entscheide, dann ist das Ende sozusagen meiner Karriere. Und die Entlassung war dann 82 im August, also wurde ganz normal gekündigt, also die haben mich nicht gleich fristlos entlassen, es war also noch insofern sehr
entgegenkommt. Nicht? Aber von dem Zeitpunkt an war ich dann auch in dem Sinne frei von all diesen politischen Zwängen und ich hatte nicht vor, sozusagen in die Bundesrepublik zu gehen, obwohl man hat mir das auch nahegelegt, weil ich sagte, wenn man denn auf so einen Weg geht, sozusagen, dass man Ideen hat, diese Gesellschaft zu verändern, dass sie anders werden soll, dann muss man das auch vor Ort machen. Und ich habe mich entschieden, also in Halle zu bleiben und habe dann insofern Glück gehabt, ich habe eine Stelle bekommen als Hausmeister einer evangelischen Kirchengemeinde. Die habe ich dann 1982 angenommen. Da war ich dann Hausmeister, Küster, Gärtner, Glöckner, Straßenfeger, alles das, was so Einbahnbetrieb war, für, mit dem Kindergarten dabei, Kirche heizen. Aber ich hatte einen großen Vorteil. Ich war insofern Mitglied, also Angestellter der Kirche. Das war immer so ein kleiner... eine Situation, wo man wusste, dass die staatlichen Behörden nicht ohne weiteres in diese kirchlichen Räume eindringen konnten. Also man hatte einen gewissen Schutz vor Verhaftung bzw. vor Überwachung und Kontrolle. Und das war insofern für mich ganz günstig. Außerdem hatte ich relativ freie Hand, konnte mich da bewegen und keiner kontrollierte mich, was ich da machte, weil wir hatten in der Zwischenzeit, wir, also auch meine Frau damals und ich, Kontakt zu vielen anderen Gruppen. Wir lernten zum Beispiel in Berlin Bärbel Bohlein kennen, die ja vielleicht bekannt ist, 83. In Dresden haben wir die Leute kennengelernt, die sozusagen ähnlich dachten. Und es gab so Gruppenbildung, wir vernetzten uns so langsam. Und wir haben dann verschiedene Veranstaltungen gemacht, Aktionen auch gemacht, die natürlich dann teilweise verhindert wurden von der Stasi, nicht, die kamen dann natürlich offensiv dazu und haben uns dann jeweils mal festgenommen, von der Straße weggefangen oder unter Hausarrest gestellt. Aber es hat eben nicht geholfen, weil wir natürlich überzeugt waren, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, wir haben nicht die Wiedervereinigung angestrebt, das war nicht unsere politische Intention in diesen Gruppen, sondern wir wollten Änderungen der DDR. Also unsere bürgerlichen Rechte, die Menschenrechte, die DDR ist damals 1973 der UNO beigetreten und hat ja diese Menschenrechtskonvention unterschrieben. Das heißt, es ging auch um Reisefreiheit, vor allen Dingen um Versammlungsfreiheit, um Redefreiheit, all diese Dinge, das waren für uns diese Forderungen, mit denen wir auftraten, teilweise auch richtig öffentlich, wir haben kleine Märsche gemacht, es gab damals in der DDR zwei verbreitete sogenannte Friedensdekade. Weiß ich, das ist im Westen, glaube ich, hier gar nicht so richtig angekommen. Das waren 10 Tage Friedenstage in dem Sinne. Und da konnten wir, haben wir einfach gemacht, sozusagen von Kirche zu Kirche gehen, muss natürlich dann auf der Straße laufen. Nicht? Und dann eben auch, das waren so die ersten Zeiten, wo wir auch Plakate gemalt haben und getragen haben. Nicht? Und war immer versucht von der Stasi sozusagen das zu unterbinden, aber das haben sie nicht geschafft, haben sich immer genügend Leute gefunden. Naja, und da haben wir dann also weiter so aktive Dinge gemacht. Wir haben also alle zum Beispiel solche Abende gemacht wie die Nachtgebete, das ist eine Veranstaltung, wo wir also Themen gemacht haben, hier zum Beispiel Thema Nachtgebet unterwegs zur Demokratie. Ich weiß nicht, ob das ist von so einem ungarischen Mathematiker, dieses Modell, wo einer läuft und ständig nach vorne läuft, aber kommt nie weiter. Das war ja auch bei uns sozusagen diese Intention. Oder hier die militärische Ausbildung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, die Ausbildung ist begann im Kindergarten. Die haben Manöver Schneeflocke gemacht, also wo es böse Feinde gab, die sie jagen mussten. Mit 5, 6 Jahren wurden die Kinder da mit solchen Dingen konfrontiert. Oder wir haben eben teilweise auch richtige kleine Zeitschriften gemacht im Untergrund mit ganz primitiven Methoden. Ich hatte ja eine Möglichkeit, in der Kirche immer so eine Ormig-Maschine, haben das da vervielfältigen können. Und sowas haben wir dann verteilt. Oder auch hier solche Sachen. Das war dann also unsere Tätigkeit bis 1989. Wir hatten mehrfach auch schon vorher versucht, größere Eingaben zu machen an Parteitagen. Da gab es bei uns immer so politische Großveranstaltungen. Und dann haben wir
Schreiben verfasst mit vielen Unterschriften, aber es gab nie eine Reaktion. Immer alles vergeblich, was wir gemacht haben, das war dann schon ein paar Jahre lang und wurden sehr häufig von der Stasi halt festgenommen und verhört. Und meine Frau ist neun Wochen lang im Untersuchungsgefängnis gewesen. Und ich bin auch ein paar Mal verhaftet worden, jeweils konnte, aber ich habe sie damals nie angeklagt. Immer nur nach 2 Tagen musste ich mich entlassen. Und das war insofern wenig Erfolgversprechen, weil wir dachten immer, es muss doch mal auch etwas geben, wo sich mehr Leute dafür interessieren oder Zulauf haben. Und das passierte aber nicht. Wir blieben immer für viele die Spinner, die da die sehr viel riskieren, sagen dann fühlen, auch wenn er da einschlägt, dass er doch selbst schuld, warum macht er denn sowas? Bleibt lieber ruhig, haltet den Mund, dann passiert euch nichts. Auch in der Familie. Das war insofern ja auch immer so ein massiver Druckpunkt, nicht, wenn man noch die Eltern hat. Meine Eltern waren, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Ich hatte das Problem nicht, mich den Eltern gegenüber rechtfertigen zu müssen. Aber viele junge Leute waren sehr stark unter Druck gegenüber den Eltern und hatten dann teilweise ja doch nicht sehr viel Aktivitäten entwickelt, weil sie das ihren Eltern gegenüber nicht verantworten wollten. Ein anderes Problem ist das aber. Na gut, wir haben dann im Grunde genommen uns überlegt, dass wir an sich aber eine größere Bewegung entwickeln müssten, weil es gab in allen Ostblockländern sogenannte Dissidenten. Also ihr kennt vielleicht die Charta 77 bei den Tschechen. Polen gab es die Solidarność 82, große Volksbewegung. Die Russen hatten viele Dissidenten, angefangen von Sacharow und andere Leute. Nicht. Aber wir hatten nicht eine derartige Bewegung. Aber wir waren dann im Grunde genommen auch nicht mutig genug, muss ich sagen, am Anfang so eine Bewegung richtig offiziell zu organisieren. Alles, was bis dahin stattfand, unter dem Dach der Kirche statt. Das war sozusagen unser Schutzschild. Egal, was wir machten, alle diese Schreiben, die wir hier haben oder so, steht dann auch immer drauf, nur zum kirchlichen Gebrauch, diese Veröffentlichung. Nicht? Weil das eben, da konnte der Staat nicht sozusagen gleich zugreifen und sagen, das ist staatsfeindlich, weil es war jetzt sozusagen der Stempel der Kirche drauf. Und das waren sie, da waren sie ein bisschen vorsichtig, obwohl sie haben oftmals die Dinger kassiert, weggenommen, nicht? Aber es war nicht mit Haftstrafen verbunden. Manchmal haben sie schon auch festgenommen, aber wenn man so Zionskirchenbibliothek in Berlin sieht, da ist es ja mal passiert. Und die Bildung aber von einer nichtkirchlichen Gruppe war eben lange in der Diskussion bei uns, aber es passierte nichts. Bis dann im Grunde genommen diese Geschichte passierte mit der Ausreiserdemonstration im Januar 88. Da sind sehr viele von uns festgenommen worden in Berlin, die damit gar nichts zu tun hatten. Ich weiß nicht, das ist eine extra Geschichte, will ich jetzt nicht ausdehnen. Jedenfalls sind etliche nach dem Westen abgeschoben worden, aber nur zeitweilig. Unter anderem auch Bärbel Bohley, Werner Fischer, Templins, die Familie. Und die kamen nach 6 Monaten zurück. Kam auch wieder zurück. Wir hatten auch sehr viele Aktivitäten entwickelt, dass sie wieder zurückkommen konnten. Und Bärbel Bohley kam zurück mit der Idee und sagte, jetzt reicht's, jetzt müssen wir was machen. Und das war die Idee für die Gründung zum neuen Forum. Das neue Forum, weiß ich, ob das überhaupt bekannt ist, ist im Grunde genommen die erste große Bürgerrechtsbewegung gewesen, die dann 89 entstanden ist im Herbst. Das ist noch vor den ganzen Demos und ist aber sehr schnell mit großer Unterstützung getragen worden von der Bevölkerung. Weil das war der Zeitpunkt zum ersten Mal, dass die Leute kamen und sagten unbedingt, wir hatten einen Aufruf gemacht, den hat man vervielfältigt und der ist sehr schnell in der DDR rumgereicht worden und hat ihn aufgefordert, Mitglied zu werden im neuen Forum. Und das neue Forum hat nichts anderes als Forderung gehabt, einen Dialog zu führen. Ein Dialog gleichberechtigt mit all denen, um die Zukunft unserer Gesellschaft in der DDR zu bestimmen. Das war lange noch nicht sozusagen die Forderung nach der Wiedervereinigung. Und das ist der Auslöser gewesen, weshalb
dann sozusagen diese großen Demonstrationen stattgefunden haben, die ja überall in allen Städten stattgefunden haben. Ihr werdet meistens immer nur Bilder sehen von Leipzig, aber ihr müsst euch vorstellen, dass diese Demonstrationen in allen Städten waren. Selbst in kleinsten Dörfern gab es Gruppen, die auf die Straße gegangen sind und die dann im Grunde genommen die Forderung erhoben haben nach Änderungen in der DDR. Ja, und das ist dann im Grunde genommen sehr schnell eskaliert, in dem Sinne, dass es eine Massenbewegung wurde. Das führt dann eben sehr schnell zu den Großdemonstrationen. Auch in Halle gab es Demonstrationen mit 30.000 Leuten. Ich habe hier ein paar Bilder. Wenn es interessiert, kann ich das später mal rumgeben. Und da hat sich da sehr schnell die sogenannte Wende ergeben. Nicht? Es wurde dann das alte ZK, Zentralkomitee, abgesetzt und es gab dann die Zusage, dass also solche Gruppen, es gab ja nicht nur das neue Forum, es gab ja dann viele andere Gruppen auch, die sich gebildet hatten, der demokratische Aufbruch und Initiative und Frühen und Menschenrechte, die gab es auch schon ein bisschen früher. Na jedenfalls war eine Vielfalt von solchen Bürgerrechtsgruppen entstanden und die wurden dann akzeptiert. Wir sind also Ende Oktober anerkannt worden, sozusagen formal von der Partei. Das war sozusagen das Ende. Sie hatte ja immer den Alleinvertretungsanspruch, SED, nur wir alleine bestimmen, Arbeiterklasse und so weiter. Und jetzt waren wir auf einmal gleichberechtigte Partner, zunächst erstmal zugesichert. Aber das überholte sich sehr schnell durch einen Vorgang, der völlig überraschend kam für alle anderen, nämlich die Öffnung der Mauer. Am 9. November, kennt ihr vielleicht diese Geschichte mit Herrn Schabowski, diese Pressekonferenz, die da stattfindet. Es war nicht ganz unvorbereitet, muss man sagen, weil für uns war natürlich immer eine Forderung Reisefreiheit. Und das war schon im Oktober sozusagen von der Partei zugesagt. Sie hatten ein Reisegesetz erlassen bzw. angekündigt. Und dieses Reisegesetz war aber sozusagen noch im Sinne der alten SED. Das war also keine freie Reisemöglichkeit, sondern das war eben unter bestimmten Voraussetzungen konnte man reisen. Also auch nicht, früher konnte man ja nur als Rentner reisen. Junge Leute nur bei Familienzusammenführung. Und die Kritik war an diesem Reisegesetz überall zu hören, dass das nicht geht. Also wenn ein Reisegesetz, dann eben ohne Wenn und Aber. Und das war dann nochmal beraten worden in ZK und da haben die eben sozusagen das geäußert, dass das ab sofort gilt. Und das war sozusagen der Zusammenbruch der DDR in dem Sinne. Nicht, dass natürlich dann in den nächsten Tagen ganz viele Millionen, sicherlich auch hier in Hildesheim kamen Tausende an, die dann diese Reisefreiheit nutzten. Was natürlich auch zur Folge hatte, dass von dem Moment an diese ganze Bürgerbewegung, das, was sich vorher abgespielt hatte im Sommer und im Oktober, zusammenbrach. Weil wir hatten sehr viele Gruppen gebildet, die machten sich Gedanken, wie sozusagen die DDR denn aussehen soll. Also was wollen wir denn verändern? Das war Schule, Gesundheitswesen, Sport, alle Themen der Gesellschaft wurden diskutiert. Und jetzt diskutiert sozusagen mit all denen, die da Interesse dafür hatten. Und das war auf einmal auch das Ende all dieser Geschichten, weil der Westen war auf einmal offen und alle waren weg. Es war insofern bedauerlich, dass dieser Prozess so schnell abgebrochen wurde, dass man sozusagen die DDR erneuern wollte. Damals war jedenfalls diese politische Aktivität dann völlig sozusagen wieder am Boden und beendet. Und das war dann aber auch die Folge, wenn man das im Einzelnen so auch erlebt hat, dass also nachdem die Mauer auf war, so wenige Zeit später die Forderung kam, wir sind ein Volk, also die Forderung nach der Wiedervereinigung, die kam nicht aus diesen Reihen der Bürger, bewegten, die davor sozusagen dafür sich engagiert hatten, sondern die kamen jetzt aus der Masse. Es waren immer noch die großen Demos, die fanden ja noch bis zum Frühjahr statt, also diese sogenannten Montagsdemos, die es ja in allen Städten gab. Und da tauchten dann eben die Stimmen auf, wir sind ein Volk und wir wollen die Wiedervereinigung. Und das führte dann sehr schnell zu
dieser völligen, sehr raschen Umorientierung auf Wiedervereinigung, was ursprünglich ja so gar nicht geplant war, wenn ihr auch jetzt von der westlichen Seite diese Geschichte euch anseht, nicht Bundeskanzler Kohl, der damals Kanzler war, hatte ja so einen 12-Punkte-Plan im Dezember. Da war er schon längst überholt. In der DDR war da schon längst der Weg, nicht für die meisten klar, das geht nur Richtung Einheit, wie und das war noch völlig offen, aber das war eben die einzige Volksbewegung noch, die dann da stattfand bei all den Demonstrationen und Geschichten. Ich habe mich erstmal wirklich gewundert, dass das so schnell war und war auch erstmal ein bisschen verblüfft, aber im Nachhinein muss ich sagen, war es auch sicherlich nur die einzige Möglichkeit, etwas Vernünftiges jetzt aus dieser Situation herauszumachen. Weil es war natürlich klar, diese zwei Länder, in dem Sinne DDR-Bundesrepublik, waren eben das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Wir waren sozusagen in die Zeit der Nachkriegszeit gekommen mit den zwei Lagern. Und es war eine unnormale Situation. Also diese Trennung konnte ja eh auf Dauer nicht bleiben. Wir hatten allerdings, wir waren in der DDR geprägt von dem Gedanken von Gorbatschow, der ja, ganz wichtige Geschichte auch, sagte, wir leben in einem Haus in Europa mit vielen Zimmern und jedes Zimmer sollte gleichberechtigt sein und gleiche Rechte haben und die Grenzen sollten auch sein zwischen diesen Zimmern. Und da war es sozusagen für uns erstmal zunächst völlig unwichtig, ob es jetzt ein Zimmer in der Bundesrepublik gab und DDR, weil man dazwischen gleichberechtigt hin und her laufen konnte, war ja das sozusagen erfüllt unser Wunsch von Leben in einem Staat, nicht? Wenn man die gleichen Rechte hat. Aber wie gesagt, die Wiedervereinigung ist natürlich nachher dann doch wirklich das bessere Modell gewesen, nicht? Weil sich jetzt natürlich herausstellt, dass wir da gemeinsam natürlich wieder eine neue Zukunft gestalten können, die hoffe ich doch in die richtige Richtung, in eine richtige Richtung. Also denke schon, dass wir also da auch eben für viele mehr soziale Gerechtigkeit bekommen, beziehungsweise auch eben Gleichberechtigung miteinander. Und das sind Dinge, die dann in der Zukunft zu bereden sind, die da also dann auch mit an euren Aktivitäten liegen, wie das in der Gesellschaft dann noch weitergeht. So, hier will ich erstmal aufhören, war glaube ich fast zu lange geschwatzt, ne? Aber jetzt stehe ich zur Verfügung. Ja. Ja, wir haben gerade die Kirche angesprochen, dass es im Rahmen der Kirche sichererweise sich zu unterhalten, sich mit bestimmten politischen Themen auch auseinanderzusetzen. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, wo es da geteilte Meinungen gab, dass die SED beispielsweise so einen Rahmen nur fiktiv vorgegeben hat. Und dass die Menschen eigentlich gar nicht wirklich sicherer waren. Also gibt es bei den Menschen, die auch an diesen Dialogen teilgenommen haben, zumindest war es in dieser Dokumentation der Fall, unterschiedliche Meinungen. Ja, das sind natürlich zwei unterschiedliche Gegensätze, Kirche und Staat in der DDR gewesen. Nicht? Ursprünglich sollte die Kirche gar nicht sozusagen mehr weiter existieren in der DDR. Das war sozusagen am Anfang durchaus geplant, die Kirche ganz abzuschaffen. Sie haben es aber nicht geschafft. Also es blieb die Kirche übrig. Es gab dann in den 70er Jahren so ein Abkommen zwischen Kirche und Staat, sozusagen nannte sich Kirche im Sozialismus. Und damit bekam die Kirche einen gewissen Freiraum. Dass der Staat natürlich immer sehr misstrauisch war und gern die Kirche überwachen wollte und sozusagen so drücken wollte, das blieb während der ganzen DDR-Zeit vorhanden. Also dieser Versuch war immer permanent. Nur muss man aber jetzt sehen, nicht die Kirchenleute und die Kirche selbst, die Gemeinden, die haben natürlich das anders gesehen. Die haben durchaus ihre Freiräume nutzen können und der Staat hat natürlich immer versucht, sozusagen Spitzenleute in die Kirche einzubringen. Ganz viele Kirchenleute, einige auch hochrangige Kirchenleute waren, haben für die Stasi gearbeitet oder waren Informanten oder haben im Sinne der Stasi oder des Parteiapparates gewirkt. Also es gab viele Gemeinden, die haben Veranstaltungen von uns verboten. Also in Halle weiß ich auch, unsere Nachtgebete, wir hatten 40 Gemeinden, nicht?
wir hatten Ruhr gefragt, wo können wir denn so eine Veranstaltung machen? Einmal im Monat war das immer. Von 30 Gemeinden haben wir Absagen gekriegt und 10 Gemeinden haben gesagt, ja, das Risiko geben wir ein. Die wurden natürlich dann auch wiederum seitens des Staates unter Druck gesetzt. Nicht? Da wurde also gesagt, also Pfarrer, wenn du das erlaubst, nicht, und du willst nächstes Jahr in den Westen fahren zu deiner Patengemeinde, das können wir dir nicht garantieren, dass du dann fahren kannst. Also so ein Spielchen gab es eben immer zwischendurch. Also man war trotzdem aber im Grunde genommen in einigen Gemeinden durchaus sehr sicher. Da wurde man geschützt auch. Nicht? Und das war durchaus ein Vorteil. Also vieles konnte man machen, aber es war nicht überall so. Das sind so ganz unterschiedliche Erfahrungen. Okay, danke. Okay. Hatten Sie überlegt, mal zu flüchten? Als die Mauer stand, hatten Sie da überlegt, mal zu flüchten? Nein. Das war ja im ersten Moment, also man muss dazu Folgendes sagen, wir hatten Abitur gemacht und ich war mit ein paar Klassenkameraden noch in West-Berlin, im Juli, also vor der Mauer, nichts ahnt, nicht? Und da gab es schon das Angebot, West-Berlin, so ein Senat hatte da, ob es eine richtige Anlaufstelle für Ost, also Zonenleute war das ja immer. Und da hatten einige vor, nach dem Westen zu gehen. Das setzt aber voraus, dass man das Abitur vom Osten wurde nicht anerkannt. Man bekam sozusagen dann einen Schulplatz, meistens war das so weit weg im Schwarzwald, und konnte man das Abitur nachmachen, ein Jahr lang. Und da waren einige dabei, und ich hatte, weil ich das kannte, in West-Berlin, ich war ja oft das da durch meinen Bruder, war mit beim Senat gewesen und hatte da sozusagen das mit so vorbereitet, also die wussten jetzt Bescheid und die sind auch drüben geblieben, aber ich selbst war da noch nicht, also es war eben die Bindung noch, man hatte die Freunde, die Bekannten und so weiter, nicht? Also das war für mich, in dem Moment wollte ich mich noch nicht sozusagen von zu Hause lösen. Wir hatten eine große Ruhe, also uns ging es dann schon so 61 relativ gut, möchte ich mal sagen. Und das war, da war ich noch nicht so weit. Wobei ich auch später ja nie so den Wunsch hatte, unbedingt im Westen zu gehen. Das hatte weniger damit zu tun. Also das war mein Umfeld, wollte ich hier nicht verlassen. Sie haben die Nachtgebiete angesprochen. Ich glaube, die wurden ursprünglich organisiert oder initiiert, also in der DDR von einem Leipziger Pfarrer, Christoph Wollenberger, glaube ich. Das konnte ich ich glaube sogar im Zeitzeugenbüro die Informationen entnehmen. Ist das so ein Beispiel gewesen? Also haben Sie das daher, diese Idee danach? In Leipzig gab es die Friedensgebete. Also diese Nachtgebete hier in Halle, das ist, so vom, das ist auch keine Erfindung von uns, sondern es gab diesen Begriff von, also der war schon in der Welt, aber schon, komme jetzt nicht drauf, eine Kirche sehr bekannte Dame hatte das. Naja, jedenfalls, wir hatten diese Nachtgebete einfach zunächst mal organisiert, nachdem die Behauptungswelle im Januar 88 stattgefunden hatte. Da waren ja viele Berliner inhaftiert worden und da hatten wir uns spontan versammelt und hatten sozusagen ein Nachtgebet gemacht. Das wurde einfach als Nachtgebet bezeichnet, weil das abends und nachts dann in einer Gemeinde war. Weil das war ganz spontan, also die wurden abends, also am Nachmittag verhaftet und abends haben wir uns, da waren schon ein paar hundert in der Gemeinde und haben gesagt, Nachtgebete. Und da ist dann auch spontan, als wir die ganze Nacht da gesessen und diskutiert haben, die Idee gekommen, das machen wir, solange die inhaftiert sind. Und da haben wir uns erstmal täglich getroffen. Das ging natürlich nachher auch nicht so auszuhalten. Und dann haben wir gesagt, das machen wir wöchentlich. Und dann sind diese Geschichten gelaufen, dass die innerhalb von 14 Tagen sind dann alle nach England ausgewiesen worden. Und da haben wir gesagt, ein halbes Jahr lang, solange
Sie in England bleiben, machen wir das weiter. Und da fingen wir an, das thematisch. Zunächst haben wir immer nur protestiert oder eben war nicht organisiert in dem vorbereitet. Und dann haben wir diese Nachtgebete vorwärts gethemen. Und ich unter dem Gesichtspunkt, warum kommt das jetzt zu solchen Nachtgebeten? Was ist hier los in der DDR? Nicht, was passiert da eben? Und da sind dann auch relativ viele Leute gekommen. Also in diesen kirchlichen Nachtgebeten, da waren bis zu 400 Leute da, die nichts so mit solchen Gruppen zu tun hatten. Aber wir hatten, konnten Aushänge machen, nicht in den kirchlichen Gemeinden. Und das sind eben hier solche Aushänge. Nicht? Das sind die Einladungen. Nicht, da steht der Ort, nicht die Zeit und wo das war und welches Thema das ist. Nicht? Hier eben Erziehung in der Schule, nicht zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Also dieses Bild ist aus dem Lehrbuch Schule, dritte oder vierte Klasse. Also wo eben nicht mit Panzern oder mit Soldaten wurden eben Zahlen verbunden. Nicht? Oder eben dieses anderes, hatte jeden Monat ein anderes, nicht der Weg zur Demokratie oder ich habe jetzt nicht alle mitgebracht. Und das ist also etwas anderes gewesen als diese Friedensgebete in Leipzig. Ist diese Art von Friedensgebeten, die gab es aber auch überall. Es war ja nicht nur sozusagen in Halle, dass wir dann sozusagen so einen Sonderweg dann noch hatten, da zusätzlich mit den Nachtgebeten. Nicht mal jeweils, wenn so eine Behaftung war, das war ja nicht erstmalig, gab es immer so eine Solidaritätswelle. Das ging durch die ganze DDR, also von Norden bis Süden. Und das waren eben diese Friedensgebete und die waren eben montags, also die gab es bei uns auch, die Friedensgebete, nicht? Also in der Marktkirche. Nicht? Aber das war zusätzlich, das war immer Freitagabend, nicht? Das ist eine thematische Diskussion. Nicht? Wir haben über die DDR diskutiert, über die Situation, über die Verhältnisse, nicht? Oder eben über Verhältnis Staat und Kirche war ein Thema, die Umwelt war ein Thema, all solche Sachen wurden thematisch diskutiert und das waren dann eben immer auch richtige Vorträge, die da mit eine Rolle spielten. Oder es war genauso auch so, dass wir also mit Vorträgen sozusagen das Thema benannt haben, aufgezählt haben, wie die Situation ist oder Gesundheitswesen. Nicht? Das war ja auch so ein Thema. Nicht? Und dann wurde eben offen diskutiert in der Kirche. Nicht? Das ging teilweise 3-4 Stunden, nicht? Mit ganz vielen Besuchern. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, ich kann mir vorstellen, dass solche Repressionen auch in einem Stress verursachen, und ich meine, man hat ja so sein Leben, wo man klarkommen muss, arbeiten, Familie, Freunde, und dann kommt noch die Stasi dazwischen und versucht dann da noch ein Bein zu stellen. Wie haben Sie das empfunden? Also diese Repression. Ja, man wächst da rein, weil das ist am Anfang natürlich erstmal ein bisschen merkwürdig, nicht, wenn man sieht, dass da Leute einen verfolgen und dass sie dann auch fotografieren. Und das, also sie waren ja nie so geheim, dass sie wollten durchaus so agieren, dass man mitkriegte, man wurde überwacht. Das war die ganze Zeit so, also war noch immer präsent. Aber das ist eine Geschichte, die man insofern dann auch sehen muss. Mit dem Schritt, dass ich damals sagte, also ich mache diese Zivilausbildung da nicht mit, war mir klar, dass da für mich sozusagen meine Laufbahn an der Uni beendet war. Nicht? Und ich bin auch davon ausgegangen, dass ich keine Änderung in der DDR erleben werde. Ich war da ja schon über 40, hatte also auch schon relativ viel so gemacht, hatte keine Verpflichtung gegenüber meinen Eltern. Meine Frau war sozusagen auf meiner Seite, dachte genauso. Nicht? Kinder waren betroffen, nicht? Aber hatte ich denn schon auch immer beredet, ihr müsst nach drüben gehen, weil ihr habt ja keine Zukunft mehr, die waren ja noch jung. Und da war mir klar, mit mir konnte nichts mehr viel machen. Als Hausmeister mit 270 Mark, was ich da verdiente, ich war für sie sozusagen, also man konnte mich nicht weiter erniedrigen oder noch einsperren. Das passierte auch manchmal, aber nie lange, das war eben
hatten sich nicht so entschlossen. Hatte ich Glück insofern. Ich war aber, kannte sozusagen die Atmosphäre im Gefängnis, aber es reichte auch schon immer, wenn man hinter sechs knallenden großen Eisentüren verschwand und dann da im Zimmer landete, wo man nicht wusste, nicht, schlagen sie jetzt zu oder schlagen sie nicht zu. Aber das ist eine Gewöhnung. Ich hatte da nicht mal die Angst. Also wenn man da Angst hat, dann ist das eine schlechte Karte, nicht, die man dann hat und kann man sich an. Also bin da relativ locker drüber hinweggekommen, auch weil es mir klar war, das ist eben ihre Politik. Sie wollen das natürlich, dass man Angst hat und dass man dann sehr viele, die sozusagen am Anfang, die auch jünger waren, war auch immer verständlich, sind nach drüben gegangen, wenn sozusagen der Druck zu groß wurde. Aber das war, da war ich glaube ich schon über diese Stufe hinaus, dass ich da noch, hatte nicht mehr so viel zu erwarten. Und das hat mir geholfen in dem Sinne, dass ich diese Einstellung hatte und das war also kein Problem. Ich muss auch sagen, ich bin da auch nicht, es wird ja auch immer noch so diese Diskussion, Opfer und so weiter, ich fühle mich in dem Sinne auch nicht als Opfer. Ne? Weil ich habe ja bewusst diesen Weg gewählt, nicht? Und wusste, wenn du den Weg gehst, dann wird dir das widerfahren. Und das ist eben, muss man selbst entscheiden, das kann man nicht übertragen oder so, nicht? Das ist schwierig. Ja, ich habe auch hier so ein paar Stasi-Akten. Damit, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Also, man kriegt ja die immer mit diesem Aufdruck Kopie. Das sind originale Akten. Nicht? Nur das ist eine Kopie von den Sachen. Die könnt ihr ja mal vielleicht euch ansehen. Hatten Sie viele Stasi-Akten? Haben Sie viele Stasi-Akten? Das weiß ich nicht. Weil das ist jetzt das ist ja noch eine andere Geschichte. Also Mauerbau, Mauerfall, 9. Oktober, nicht? Viele waren weg, und, aber die Stasi war noch völlig aktiv. Weil bei all diesen Diskussionen, bei all diesen Gesprächen, die es dann gab, also ab Mitte Oktober waren wir sozusagen die gepartesten Leute, weil alle Parteienleute, alle Gremien, die da so existierten, die offiziellen DDR-Gremien, nicht? Die Nebenparteien und Gewerkschaften, alle wollten sie jetzt mit uns reden, nicht? Um zu zeigen, zu dokumentieren, natürlich, wir sind dafür, dass ihr auch was zu sagen habt und ihr seid gleichberechtigt. Und wir hatten am Tag manchmal so 3-4 Termine, wo wir dreimal noch hingegangen sind. Nicht? Nur eine Gruppe hat sich völlig verweigert der Eröffnung, das war die Staatssicherheit. Das war uns klar, die existierte noch weiter und wir hatten nie, wir haben ja dann auch große Veranstaltungen gemacht in Halle und wir haben Leute eingeladen, die sind dann auch gekommen, also wo das dann genehmigt war Mitte Oktober. Die Parteileute kamen und von der Verwaltung kamen und alle, nur die Stasi war nie dabei. Und das war eben so eine Geschichte, an die kam man nicht ran und wir wussten auch nicht, was da passiert. Die Stasi, die also da durchaus ja verhasst war und agierte weiter, nicht, wie sollte man da umgehen? Wir hatten, das war noch eine Nebengeschichte, am 11. November, also gab es ja immer diese Montagsdemos, hatten wir vor, zur Stasi zu gehen. Also eine große Demo vor der Stasi zu demonstrieren mit Plakaten und ganz viele Plakate gab es ja dann auch so. Hier gibt es so ein paar Bilder, wie das damals in Halle ausgesehen hat, so in den Oktobertagen. Da war aber ein furchtbarer Nebeltag, also man sah nicht die Hand vor den Augen. Und dadurch ist sozusagen diese Aktion vor der Straße zu demonstrieren sozusagen schiefgelaufen oder hat nicht stattgefunden. Es war wieder keine Klärung. Aber in der ganzen DDR war das so ähnlich, dass keiner sich an die Stasi rantraute, weil die war noch bewaffnet. Das wusste man nicht, also die waren noch gefährlich. Und die Einzigen, die sozusagen diese Wände noch zurückdrehen konnten, waren eben die Stasi-Leute. Nicht? Weil es war so sehr unklar. Und dann gab es aber eine Geschichte, dass am 3. Dezember in Erfurt vier mutige Frauen
in die Stasi reinging, also meldeten sich an und sind dahin gegangen und haben verlangt, dass die Aktenvernichtung aufhört. Weil die hatten gesehen in Erfurt, in Halle auch, aber gab es keine Reaktion, dass tonnenweise das Aktenmaterial der Stasi aus diesen Stasi-Gebäuden rausgefahren wurde und zur Vernichtung. So Brennöfen, Kraftwerke haben sie da versorgt und so weiter. Und das wurde verbrannt. Und da haben die einfach auch mal gesagt, das lassen wir nicht zu, ihr bleibt jetzt hier drinnen und wir besetzen euch und wir lassen nicht mehr zu, dass Stasi-Akten rausgefahren werden. Was zur Folge hatte, das hat sich sofort rumgesprochen in Berlin. Ich kriegte am nächsten Morgen früh um 6 einen Anruf. Die in Erfurt haben die Stasi besetzt, das müsst ihr auch machen. Und die haben überall in allen Bezirken da angerufen. Es gab ja immer diese großen Bezirksstellen. Und jedenfalls, es war aber schon die Zeit, wo ganz viele nicht mehr da waren. Die waren alle im Westen von meinen Enkeln, Leuten, die ich da kannte. Und da bin ich eben noch mit einem Pfarrer, der war da, bin auch in Halle zur Stasi gegangen, nicht? Sind da vorgelassen worden, sofort, war gar kein Problem, nicht? Und da haben wir auch gesagt, also wir haben 3 Forderungen, nicht? Einmal sofort stoppte Aktenvernichtung und dann sozusagen die Aufhören der Überwachung der Opposition, also die hatten ja nach wie vor noch uns überwacht, es gibt auch noch Protokolle aus dem Dezember, letzten Dezemberzahl, so lange haben die noch aktiv gearbeitet. Und dann haben die aber ohne Widerstand, ohne Gegenwehr, kein Wort irgendwie, war ganz merkwürdig, nicht, haben die da bewilligt, dass wir diese Stasi-Filiale sozusagen durchsuchen und sozusagen alle Akten versiegeln, damit da keiner mehr was entnehmen konnte. Und das, da begann sozusagen die Stasi-Auflösung dann. Das war in der Zeit wirklich machbar, nicht, dass wir zu ein paar Leuten da die Stasi zusammengelegt haben. Nicht. Naja, und aber da kam ich dann auch später an meine Stasi-Akten ran, als dieses Gesetz dann erlassen wurde. Aber es war ein leerer Deckel und da stand drauf: Akten vernichtet am 29.11. 8 Bände. Habe ich nie gesehen. Nicht? Und die sind also durch einen Reißwolf geschreddert worden. Nicht? Wir haben in Halle, als wir die Stasi da besetzten, am 5. Dezember war das, 21 Reißwölfe sichergestellt. Die waren kochend heiß, weil die waren überall in Arbeit. Nicht? Und da war das Ganze, das ist ein 10-geschossiges Hochhaus, ist das, ein langer Bau, ein großer Bau. Nicht? Das sah aus wie beim Karneval. Die ganzen Treppen waren voll mit Papierschnipseln. Und wir haben ja dann auch im Keller säckeweise diese zerschredderten Akten gefunden, aber Hauptteil, also ich denke mal, wir haben 99% der Akten in Halle gesichert. Also die sind noch da, aber meine war weg. Auch von meiner Frau, von den anderen sind sie alle da. Wir haben uns gleich wahrscheinlich so als Erste damit rausgeholt. Aber es ist nicht so dramatisch, weil die Stasi hat sehr akribisch gearbeitet. Typisch deutsche Bürokratie. Sie haben von allen Akten mehrere Exemplare gemacht und haben die dann verteilt. Und dann gibt es immer auf diesen Akten den Verteiler. Also das waren, also man hatte eine eigene Akte, aber sozusagen die anderen Leute, die dann einen auch bearbeitet haben, nicht, die haben dann diese Akten gekriegt zur Kenntnisnahme oder da stehen dann so diese ganzen Zahlen drauf, Hauptabteilung 20, also wurde nach Berlin geschickt, nach Leipzig geschickt. Und da gibt es mindestens immer so 6, 7, 8 Kopien von diesen Akten. Nicht? Und die finden Sie jetzt in den Akten. Und ich bin immer noch sozusagen dabei, dass ich also Akten dann kopieren kann, die sammeln die da, wenn was mit meinem Namen da auftaucht. Und dann kann ich mir die holen. Also es ist ja das Aktengesetz so, dass man also diese Akten einsehen kann und auch Kopien bekommen kann. Bezahlt man dann mal ein bisschen Geld. Aber so kriege ich eben durchaus ganz viele Akten. Denn hat sich eine zusammengefunden über 8 Jahre, ist ja das dann schon eine lange Zeit gewesen. Naja, hier könnte also mal nicht jetzt so eine. Das ist hier ist noch, wie gesagt, das ist von November. Das neue Forum, oder das ist hier von 83, wo sie mich da festgenommen haben. Das sind also ausführliche Berichte. Das ist ja, also man staunt ja wirklich, also ich bin froh, wenn ich diese Akten habe. Weil da ist ganz genau aufgeführt, was stattgefunden hat. Also ich hätte nie mehr die Erinnerung so genau über die einzelnen Tage, wenn ich nicht diese Akten hätte.
Bis wörtliche Äußerung oder so, oder Treffen, wann kam und wer kam und was wir dann gemacht haben und was wir vorhatten. Die hatten ja immer ihre Leute, was wir auch wussten. Also wir sind davon ausgegangen, bei größeren Gruppen, da sitzt immer einer dabei. Aber das hat natürlich nicht uns abgehalten, das zu tun, weil wenn man davon ausging, dass man Angst hätte vor der Stasi und sagte, die dürfen das jetzt nicht mitkriegen, hätte man nichts machen können. Das war auch so eine Voraussetzung, dass man wusste, man geht mit denen um. Wir haben die teilweise auch bei größeren Versammlungen begrüßt, auch die Freunde von der Staatssicherheit sind willkommen. Haben Sie dann auch herausgefunden, dass Freunde Sie vielleicht bespitzelt haben? Ja, das bleibt natürlich nicht aus. Aber wir hatten schon auch unsere eigenen, in dem Sinne, Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Das war möglichst bei Dingen, die wir so geheim gehalten lassen wollten, sehr zurückhaltend waren mit der Information. Es ist nicht so, also gab es ja sogar nicht mal der Vera Wollen da, da war es der Ehemann. Aber das waren die Ausnahmen. Aber es gab durchaus einige, da waren wir völlig überrascht, nicht? Also die sehr aktiv waren. Es ist ja merkwürdig, also das ist auch nicht so eine Sache, die Staatssicherheit hatte ja offensichtlich aber auch so fast wie Art vorgebaut. Die hatten in all diesen Gruppen, die sich gebildet hatten, sehr hochrangige Stasi-Informanten, die auch sozusagen teilweise die Führung übernommen hatten und auch übernehmen sollten. Wenn ihr euch vielleicht sozusagen so ein paar Namen was der vorgesehene Ministerpräsident der DDR von Kohl sehr hofiert, noch im November, Dezember, das war der Wolfgang Schnur. Schnur war ein hochrangiger Stasi-Offizier. Der hatte uns auch behandelt, 1983, als meine Frau inhaftiert war, kam er. Weil Schnur war sozusagen der Hoffnungsträger, insofern der Leute, die in der Opposition waren, nicht? Weil er war Rechtsanwalt bei der Kirche. Und hat er sich auch aktiv darum gekümmert, er übernahm alle Fälle, die politisch in dem Sinne waren. Angefangen von Wehrdienstverweigern, das war die Masse. Also wenn man in der DDR Wehrdienst verweigerte als Junge, nicht, kam man vor Gericht, das gab es nicht. Und wurde dann verurteilt und das war Schnur. Schnur kam, wir hatten ja dann auch diese Geschichte mit dem Lothar Rochow, also diese offene Jugendarbeit in Neustadt, der wurde 83 verhaftet, Schnur kam. Wenige Tage später wurde meine Frau verhaftet, Schnur kam. War ein Mensch, der ist, glaube ich, gestorben, ja. Aber gut, nicht der, also äußerst fromm war, begann jedes Gespräch erstmal mit einem Gebet und war also durchaus vertrauenswürdig. Und jeder von uns hatte während der ganzen Zeit eine Telefonnummer in der Tasche, die Nummer von Schnur, der wohnte in Rostock, also bei Rostock. Ne? Weil für den Fall, wenn man festgenommen wurde und nicht rauskam, mich war das sozusagen der rettende Engel, mich Schnur anrufen, das war sozusagen die Devise immer. Ne? Ja, und dann stellt sich heraus, es war ein hochrangiger. Lange, und das sind so Strategien, die man dann erst so mitkriegt, nicht? Der ist aufgebaut worden als junger Mensch. 30 Jahre vorher haben die den sozusagen angefangen auszubilden mit dem Ziel, eine Position aufzubauen, nicht? Damit er, und war ich völlig überzeugt, nicht? DDR-Mensch, Stasi-Mensch, und so gab es etliche auch. Schnur war auf CDU, der wäre sozusagen Chef der DDR geworden. Ibrahim Böhme, SPD, weil ihr auch diese Geschichte kennt. Genauso Stasi-Mensch. Mit dem haben wir oft zusammen, wir machten so eine Art Sommeruniversitäten. Das waren immer so Treffen in Mecklenburg, wo so viele zusammenkamen, so 30, 50, 60 Leute. Nicht? Und haben wir manchmal so Opposition geprobt oder so. Naja, der war dabei. Nicht? Der in Hallenser, der war Chef der Grünen in der DDR, Henry Schramm, der war genauso wie ich Hausmeister in der Nachbargemeinde. Und
hatte da eben auch hier solche, wir hatten ja auch so Umweltblätter gemacht in Halle, ne? Stasi-Mensch. Kriegt man erst relativ spät raus. Das war alles irgendwo nicht so zielgerichtet von der Stasi, schon vorbereitet, als ob sie sozusagen dann bei einer Wende, ich vermute mal, es gab einige, auch als die diese Bewegung so mitkriegten, was sich so alles in der DDR entwickelte, so seit spätestens Mitte der 80er Jahre, da war ich, glaube ich, sicher, dass da einige wussten oder ahnten oder so, das geht lange nicht mehr gut, zumal ja auch diese ganzen wirtschaftlichen Probleme dazu kamen in der DDR. Die Ausreisewelle nahm ja zu. Alles dieses ging schon Richtung, ob die DDR überlebt war, sicherlich nicht. Und mit den Geldern, was sie da so abgemacht haben, auch. Es gibt ja auch ganz viele Millionen, die noch irgendwo nicht mehr zu finden sind. Die existierten bei Narkoko und so weiter. Also ist noch vieles unklar bei solcher Sache. Hier trifft die Bezeichnung IM auf. Ist das dann der Informant? Ja, das ist also eine ganz spezielle Abkürzungs- Spezialität, die Ende, informeller Mitarbeiter, das ist also der offizielle Sprachgebrauch der Stasi. Also man kann diese Akten meistens eh nur lesen, wenn man sozusagen diesen Sprachgebrauch der Stasi kennt, da muss man sich einlesen. Das ist so. Ja, die haben ja das natürlich auch möglichst so konservativ gelassen, also diese IMs, diese informellen Mitarbeiter, die hatten Führungsoffiziere. Und jeder Führungsoffizier hatte so 2-3 Leute und die kannte nur der. Also selbst die anderen Stasi-Offiziere wussten nicht, wer sich hinter so einem IM verbirgt. Also es war alles schon so vom System her durchdacht, dass die da möglichst wenig Lücken hatten und dass das nicht dekonspiriert werden konnte. Das war das Schlimmste, was man sozusagen denn machen konnte, wenn man sich als IM bekannte. Nicht? Dann war der sozusagen tot, der wurde dann nicht mehr benutzt. Also dieser Pfarrer, war das eine Rolle, die er gespielt hat, oder war er schon Pfarrer aus, also war er wirklich Pfarrer und hat auch wirklich daran geglaubt und seine ganzen Gebete und so, oder war das alles gespielt? Jetzt der Herr Schnur, ja, das ist nicht, der war Rechtsanwalt, der war im kirchlichen Dienst, der war kein Pfarrer. Ach so. Aber es gab auch, muss ich auch sagen, es gab auch etliche Pfarrersleute, die dann auch für die Stasi gearbeitet haben. Also in Halle gab es auch sogar den Oberkirchenrat, ist als IM dann entdeckt worden. Das kam dann alles erst später raus. Wie kann man das vereinbaren? Das ist ganz schwierig zu erklären, ich glaube. Ja, also man liest ja, ich habe ja dann auch andere Akten gesehen oder auch gezeigt bekommen von anderen, die Beurteilung der Staatssicherheit fängt ja, also es gibt sogenannte Vorlaufakte, also wenn die jetzt jemand verpflichten, dass er für die Stasi arbeitet. Gibt es eine Vorlaufakte, derjenige weiß noch gar nicht, dass er ausersehen wird, für die Stasi zu arbeiten. Das dauert meistens ein halbes Jahr, da wird geguckt, wie er sich verhält und dann wird mit ihm zielgerichtet Gespräche geführt, wie er sich so zum Sozialismus verhält oder wenn jemand was Böses macht, ob er dann bereit wäre, da irgendwie einen Brand zu melden oder alles sowas. Die testen also immer. Und dann kommen die zum Ergebnis, der ist geeignet oder nicht geeignet. Wenn er geeignet ist, dann gehen sie auf ihn zu und dann gibt es dieses Werbungsgespräch. Und das wird alles sehr akribisch dokumentiert. Und die meisten, das ist nicht so, wie wenn immer erzählt wird, die wurden erpresst und die wurden eben so hintergangen oder irgendwie so. Die haben ehrlichen Herzens gesagt, ja, das sehe ich ein, also wir müssen den Sozialismus stärken und da gibt es natürlich auch negative Elemente, die müssen wir zurückdrängen, sonst wird unsere Entwicklung ja behindert. Die also wirklich aus ehrlichen Herzen diese Verpflichtung unterschrieben haben. Also ich denke mal, wenn man so mein Eindruck ist, fast 90%, die haben auch manche erpresst, nicht, die eben irgendwelche Straftaten begangen haben und sagen, wenn du jetzt hier für uns nicht arbeitest, nicht, denn
je nachdem, wo sie auch eindringen wollten. Also so bei solchen Gruppen wie bei uns, nicht, da haben sie einfach Leute gesucht, die sozusagen fest auf der Seite des Sozialismus stehen. Nicht? Weil das waren, wir waren die Feinde des Sozialismus und wir waren die Bösen. Nicht? Wir wollten sozusagen das System umdrehen. Das wurde uns ja immer unterstellt. Nicht? Wir arbeiten für den Feind. Und die haben sehr häufig, und ich kann mir auch vorstellen, dass eben auch sozusagen in Kirchen man sozialistisch eingestellt ist und sagte, also das ist, geht zu weit, was die da machen, nicht? Da muss man eben. Es gibt auch sehr, also auch da gibt es ganze verschiedene Kategorien von IMs, also die wurden unterschiedlich auch eingesetzt, nicht? Also es gibt dann auch so diese IMS, IMG, und also es gibt IMs, die sozusagen nur wenig zu berichten haben, nicht? Es gibt welche, die die Feindberührung richtig benannt, die Feindberührung haben, also die Feinde waren wir, also die dann auf solche Leute angesetzt wurden. Es gibt die Ems, die haben Wohnungen zur Verfügung gestellt, also gar nicht weiter so aktiv gewesen sind. Andere, die werden richtig mit Aufträgen geschickt, nicht? Also ganze breite Palette. Es gibt ja, aber das spielt dann eine eigene Welt, jetzt die Stasi-Behörde, die da auch Forschungsabteilungen hat, und da gibt es auch regelmäßig Veröffentlichungen. Da kann man mal so einen Einblick bekommen, wie die gearbeitet haben. Also andererseits wiederum muss man sagen, Stasi ist sozusagen nicht das Hauptthema gewesen. Dass sie existierte, das war klar. Jeder versuchte möglichst mit denen nichts zu tun zu haben. Aber es war nicht ein Volk von Stasi-Leuten, nicht in der DDR. Man war ja manchmal so konfrontiert, dass fast alle Stasi-Leute waren. Das stimmt natürlich nicht. Also zum Ende waren vielleicht noch so 60.000, 70.000 IMs tätig bei 17 Millionen. 100 von allen oder so. Weil Sie haben vorhin erzählt, dass das neue Forum sozusagen ein Ziel hatte, eine andere Gesellschaft in der DDR aufzumachen. Was kann ich mir da vorstellen? Was für Ziele hatten Sie denn da eigentlich? Was wollten Sie ändern? Also zunächst mal das neue Forum, der Wortlaut, es sind ja nur anderthalb Seiten im Grunde genommen, ist der Aufruf zu einem Dialog, weil das Beginn zu der Dialog in unserer Gesellschaft ist gestört, also findet kein Dialog ja statt. Und das ist die Forderung nach einem Dialog, da werden gar keine Forderungen in dem Sinne aufgestellt in diesem Papier, sondern nur die Aufforderung, ins Gespräch zu kommen, gleichberechtigt, dass alle Teile der Gesellschaft gleichberechtigte Stimme haben. Das Ziel, wie die DDR werden sollte, sollte eben das Ergebnis dieses Gesprächs, dieses Dialoges sein. Das war also das erklärte Ziel. Das war insofern aber auch, glaube ich, ganz richtig, weil man kann in einer Gesellschaft, wo so ein Dialog nicht stattfindet, nicht von vornherein sagen, das ist das Ziel jetzt, wenn es einer formuliert oder wenn das 10 Leute formulieren. Das konnte nur im Konsens sein aus der Diskussion in der Gesellschaft. Und das war die Aufforderung. Deswegen ist meiner Meinung nach auch sozusagen der Erfolg des neuen Forums liegt darin begründet, dass er keine Ziele genannt hat. Weder wie die DDR aussehen soll, noch dass es Wiedervereinigung gibt, noch sonst wie was. Das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war, den Dialog zu führen. Und das fand die Zustimmung von Hunderttausenden. Die sind auf die Straße gegangen. Nicht? Die erste, lauteste, größte Forderung war, ein neues Forum zulassen. Wenn man auch so Filme sieht, nicht bei den Montagsdemos selbst in Leipzig oder so, nicht? Ist dieser Spruch, neues Forum zulassen, sozusagen der zentrale Forderungspunkt. Und alles andere, was dann sozusagen noch später kommt, das ist dann danach gekommen. Nicht? Die Hauptforderung von dem Herbst, nicht, ist vom September angefangen. Es ist ja schon Anfang September gegründet worden. Nicht? In all den Diskussionen, nicht, die Künstler sind aufgetreten, bei jedem Konzert haben gesagt, und wir wollen, dass das neue Forum zugelassen wird. Nicht? Und dann war, also das war eben diese Sache. Das hat dann nicht mehr stattgefunden. Nicht? Dieser Dialog ist sozusagen dadurch zu Ende gegangen.
Er fing an. Es hatten sich hunderte von Arbeitsgruppen gebildet. In allen Städten, Kreisen gab es das. Und gibt es Riesenlisten. Wie gesagt, thematische Kreise. Nicht? Juristerei, Medizin, Schule, Kindergarten, Wirtschaft. Also überall waren sozusagen die Leute zusammengekommen. Nicht? Und tagten schon emsig. Nicht? Einen Monat lang war sozusagen diese Diskussion im Gange. Und dann kam die Maueröffnung. Das sagten alle, könnt ihr vergessen. Da war das zu Ende. Wir haben Paläontologie studiert, wenn ich, also nach meiner Information. Paläontologie, ist das richtig ausgesprochen? Naja, also das Beispielgang war Geologie, Paläontologie, war immer so zwei, das ist auch heute noch so. Haben Sie, achso, zusammen, ja. Ja, aber das Fachliche ist natürlich dann immer nicht so richtig dargestellt. Aber achso, ich dachte, gut, das wären zwei getrennte Fachbereiche dann, aber ich habe ja auch stehen, in der historischen Geologie, die lehnt sich auch an die paläontologischen. Ja, na, das sind alles Teilbereiche von dem Gesamtstudium. Kurzfassung ist immer Biologie. Offizielle Bezeichnung ist Geologie, Paläontologie, weil Biologie ist sozusagen die anorganische Erde und Paläontologie ist sozusagen die Lebewelt, die auf dieser Erde lebt, von Anfang an. Ist. Wo lang bei Ihnen da der Schwerpunkt? Die historische Geologie ist sozusagen die geschichtliche Entwicklung. Es gibt angewandte Geologie, historische Geologie, allgemeine Geologie. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in der DDR oftmals so war, dass wenn man schon Geologie studiert hat, dass es dann auch schon eher in den angewandten Bereich ging. Sprich, was gab es da für Aufgaben? Also sicher, Wasser, Bodenschätze, Wasser, das ist auch heute noch so. Also die meisten, die im Grunde genommen Geologie studieren, werden in angewandten Gebieten arbeiten, Baugrund oder so, ganz viele. Jedes Gebäude, was erstellt wird, da muss man wissen, dass es auch tragfähig ist, der Boden. Nee, aber ich hatte ja denn das Glück, insofern Glück, ich war sozusagen, ging in die wissenschaftliche Richtung, Ausbildung, nicht? Also blieb ja an der Universität und da habe ich Studenten ausgebildet. Bin viel, also das ist, ich war dann auch immer, hatte angefangen von meiner Diplomarbeit und Promotion gemacht im Vulkanismus, also allgemeine Geologie. Das war immer schon mein, also ich war nicht in so einem speziellen Gebiet tätig, sondern das ist so eine Art Grundlagenfach. Also die Prozesse der Erde, ja. Alles, was man da so... Plattentektonik. Alles, ja. Ne? Exogene und endogene Dynamik. Steht da was da? Frage gar nicht was so. Nein, oh. Schreiben die Stasi-Leute dann drüber was? Nein, das sind jetzt die allgemeine Ausbildung, die allgemeine Informationen über das Fach. Aha. Biologie. Was ist das? Ja, das ist meine... Achso, das sind Ihre Aufzeichnungen, Entschuldigung. Ja. Können Sie mich anschauen? Ja, na gut, nee, ich dachte, das war nicht Stasi. Deswegen wundere ich mich, dass das. Ja. Hatten Sie denn überlegt, nach der Wende zurück in den Bereich wieder zu gehen? Ja, naja, das hat sich ja anders dargestellt. Also, ich wurde ja entlassen 1982 vom Kaderchef der Universität, nicht? Und war merkwürdig und auch gut. Ein langer Tisch, der stand vorne und ich saß hinten. Vorher gab es mehrere Diskussionen im Gremium, alle möglichen Leute haben sich da immer eingemischt und so, das Ganze will ich machen und so, also ich wollte mich davon abhalten. Ich habe immer gesagt, nein, also gut. So, und da hat er dann mich entlassen und alles schriftlich, die Kündigung gekriegt und weiter, alles schöne Schriftstücke. Und dann kam die Wende. Und da war ich ja, ich war sozusagen da, ich habe ja das neue Forum mitgegründet in Berlin, nicht? Da waren wir so 30, glaube ich, na gut. Und dann war ich sozusagen auch der verantwortlich für das neue Forum im ganzen Bezirk Halle. Ich habe sozusagen diese ganze Geschichte gemanagt. Nicht? Wir hatten dann sehr schnell ein Haus gekriegt, ich habe also mit den Leuten so von der Partei verhandelt, mit dem Chef. Die wurden ja dann eben sehr, in dem Sinne fast höflich, nicht? Die haben uns dann eingeladen und wir konnten Forderungen stellen. Wenn wir sagten, also im neuen Forum, ging die Tür automatisch auf. Es waren alles die typischen Wendehälse, wie sie eben, nicht? Die waren sofort von einem Tag zum anderen, nicht? Die hatten mich am 20. Oktober noch verhaftet und viel beschimpft.
Und 10 Tage später war ich beim Bezirkschef mit meiner Frau noch mit jemand eingeladen und saßen und haben da Kaffee und Kuchen gegessen und haben diskutiert und über die Enkel gesprochen und natürlich gegenseitig versichert, dass wir alle friedlich bleiben. Das war ja noch wichtig, also es war nicht so ganz so locker zu sehen. Es bestand ja durchaus die Gefahr, dass es eben schief läuft. Also das war meine große Angst, dass eben irgendwas Gewalttätiges passieren konnte. Auch die Demonstranten waren nicht alle immer friedlich. Das war eben für mich auch so eine Sache, da möglichst zurückhaltend zu sein und möglichst mäßigend einzuwirken, damit keine dramatische Eskalation stattfinden konnte. Weil die Stasi war noch am Werke. Also das war ja eben das Problem. Nicht, die war ja bis Mitte Dezember da am Werke. Aber jedenfalls die Universität kam schon im Dezember und sagte eigentlich, wir müssen uns entschuldigen, sie können wieder anfangen. Obwohl völliges Chaos war überall, also es war überall große Bewegung, auch die Universität fing an, sich da ein bisschen spät allerdings erst zu ändern. Und da habe ich gesagt, nee, ich kann noch nicht kommen, weil es war dann klar, es gab die erste Wahl im März. Meine Frau hatte kandidiert, ich sage, wir müssen Wahlkampf machen, wie man sich das vorstellt, so, wenn man denn da so anfängt. Und die ganze Organisation, wir hatten 24, jeder Kreis hatte eine Dienststelle vom neuen Forum eingerichtet. Ich musste die mit Geld versorgen, also wir kriegten ja schon so eine Art Startgeld als eine politische Bewegung. Wir hatten jeden Tag Versammlungen gehabt und so weiter. Und ich sage, ich kann jetzt nicht kommen, aber ich fange an, wenn das neue Semester losgeht im September, zum 1. September 1990. Und das habe ich dann auch gemacht. Also bis dahin habe ich sozusagen das neue Forum da in Halle gemanagt als Verantwortlicher. Dann haben wir uns in Berlin immer getroffen, das ging ja dann weiter, nicht mal mit kam auch die anderen. Ich habe dann noch kandidiert als Stadtrat, da war ich dann Stadtrat ab Mai 1990, das habe ich gemacht, also in der Kommune bin ich dann aktiv geworden, aber mehr wollte ich dann auch nicht. Und hat auch gesagt, ich gehe also wieder zurück zur Uni. Und da muss man ja diese ganzen Formalitäten wieder durchlaufen, muss also wieder sozusagen meinen Fragebogen da ausfüllen. Nicht? Und dann wurde ich wieder zum Kaderchef eingeladen, es war immer noch derselbe, der mich entlassen hat. War wieder selbe Raum, selbe Mobiliar, der saß wieder vorne am Schreibtisch, mich und ich stand hinten. Ne? Und es also war also nur ganz kurz, aber mit einmal stand er auf und sagte, also Herr Dr. Eigenfeld, hiermit möchte ich mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen, wir haben Unrecht getan. Setzte sich wieder hin, fand ich insofern bemerkenswert. Das hätte natürlich notwendig gehabt, weil dem blieb gar nichts anderes übrig, als nicht Arbeit zu entlassen. Weil es gab richtige Dienstanordnungen, also diese Ausbildung als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der ZV. ZV, das war also die zivil-militärische Ausbildung, war Pflicht. Das ist genauso wie nicht, wenn man eben eine Stunde halten muss. Nur das war Pflicht auch für die da abgeordnet wurden, nicht? 6 Wochen lang. Und wenn man das verweigerte, da blieb nichts anderes übrig, als sozusagen die Entlassung auszusprechen. Es gab eine Anordnung vom Hochschulministerium dafür. 1980 war das die Nummer, weiß ich noch. Also seit 1980 gab es diese Anweisung. Ja, und da bin ich dann wieder dann ganz normal dem Institut, habe ich dann wieder angefangen und habe dann wieder weitergemacht, nochmal fast 20 Jahre. Allerdings muss ich auch noch das sagen, es war natürlich jetzt anders ein bisschen. Als ich entlassen wurde, 1982, da haben ganz viele ehemalige Kollegen, wenn die mich sahen, die Seiten gewechselt, weil sie wollten sich nicht mit einem solchen Menschen in der Öffentlichkeit sehen lassen. Weil das wäre ihnen wahrscheinlich nicht so ganz, oder sie dachten, das wurde eben dann negativ angekreidet. Also sowas gab es eben auch sehr häufig, ne? Dass dieser Kontakt völlig abgebrochen war. Und jetzt waren sie aber immer noch da. Aber nicht alle. Nicht alle. Hat Sie das belastet eigentlich, dass die Kollegen sich so verhalten haben? Oder? Ja, nicht belastet. Ich habe immer versucht, sie aufzumuntern, sich doch davon zu lösen. Es waren Ängste, die sie hatten.
einmal schlicht und weiter Ängste. Ich habe Ihnen auch gesagt, das war auch tatsächlich so. Ich war in dieser Zeit, fühlte ich mich sehr befreit von diesem ganzen Druck, den man hatte, diese Aufsicht, die man in Betrieb hatte. Auch, man muss ja immer alles das machen, was einem vorgesetzt war, nicht? Was von einem gefordert wurde. Und da waren viele Dinge dabei, die wollte man nicht machen. Und sich von diesem Druck zu befreien, das war für sich meine gesündeste Zeit, muss ich sagen. Ich unterlag keinem Zwang mehr. Das ist eine sehr. Und das habe ich versucht weiterzugeben. Aber das ist. Haben die das angenommen? Nicht viele. Also nachher, es ging ja, man kann es ja verstehen, es ging sozusagen fast jeden DDR-Bürger so. Nicht? Er fühlte sich permanent überwacht, gegängelt und musste Dinge machen, die er nicht. Man konnte sich oft in Familie, im Kleingarten zurückziehen, aber es gab viele Stellen, wo man berührt Kontakt hatte mit den offiziellen Behörden. Und da war es gefordert, dass man sozusagen treuer Kämpfer für den Sozialismus war. Zumindest, man musste so es erscheinen lassen. Und diese Befreiung war ja dann auch sozusagen die Massenbewegung. Die hatten dann auf einmal keine Angst mehr. Auch eben keine Angst mehr vor der Stasi, weil die Stasi stand ja ganze Zeit auch vor unseren Häusern, vor den Gemeinden. Wir haben gesagt, scheiß drauf, nicht? Da, jetzt nicht mehr. Die sind ja auch noch von der Stasi bearbeitet worden. Also sie waren gestern da und haben eine Unterschrift gegeben, ziehen Sie die zurück, sonst kriegen Sie Schwierigkeiten. Nur das waren nachher so viele, das hat innerhalb weniger Tage solche Mengen angenommen, also solche, so eine große Welle ist entstanden, dass sie einfach nicht mehr Herr der Lage wurden. Sie konnten diese Bewegung nicht mehr aufhalten und waren überfordert. In welchem Zeitraum war das zwischen dem, was... Das war in dem Zeitraum von September bis Oktober. Also es ist ja sozusagen in dem Sinne der Durchbruch, dass diese Gruppen akzeptiert wurden, ist ja Ende Oktober. Es fängt ja an, dass im Grunde aufgrund dieser großen Bewegung, dass die Regierung sozusagen stürzt. Honecker wird abgesetzt am 17. Oktober. Das ist alles ganz in einer kurzen Zeit passiert. Und dann fängt schon sozusagen die Öffnung an, der Dialog. Also es wird das Wort der Wende kreiert. Das Wort der Wende kommt ja nicht von uns, sondern kommt sozusagen von Herrn Egon Krenz. Das war der nächste Parteichef. Aber der Parteichef hatte die Wende zugesichert, es wird Dialog geben, es wird also alles anders werden, nicht? Aber da hat er immer noch den Anspruch der Partei für sich in Anspruch genommen. Es muss, die Führung der SED muss bleiben. Nicht? Und das ist dann im Laufe der Zeit auch zurückgegangen. Es gibt ja dann eine große Protestwelle, weil wir hatten ja dann eine Verfassung, die gab es eben seit Anfang an, nicht? Da stand drin, Artikel 1, die führende Rolle im Staat hat die Arbeiterpartei, die SED. Also es war festgeschrieben in der Partei, in der Verfassung, dass die SED die führende Rolle im Staat spielt, dass keine andere Partei sozusagen Mitspracherecht hat. Und das ist dann schon, dieser Artikel ist dann schon im November in Frage gestellt worden. Und dann ist er auch, ich weiß nicht genau wann, aufgehoben worden. Und das war dann der Punkt, wo sie mit uns anfingen zu reden. Weil wir waren ja nicht SED, sondern waren ja nur andere Gruppen. Und das war dann die Aussage mit euch, ihr seid gleichberechtigt. Jetzt mit euch können wir reden oder werden wir reden und akzeptieren. Ob sie das am Anfang nur so pro forma gesagt hatten, um zu hoffen, dass es uns später nochmal wieder sozusagen zurückdrehen können. Wie gesagt, die Stasi war ja noch bis Dezember im Gange. Das ist eine ganz kurze Zeitspanne, wo das Ganze sich abspielt. Nicht? Vom September bis Dezember im Grunde genommen, nicht? Wo dieses von der DDR hin zur Wiedervereinigung. Und dann wird es nur noch verhandelt. Also Währungsunion, also Wahlwährungsunion und dann kommen die Versprechen. Nicht? Und dann wieder Vereinigung. Das ist ja alles dann
eins nach dem anderen sehr schnell gegangen. Es gab unterschiedliche Staatsoberhäupter in der DDR. Also der erste Präsident ist Wilhelm Pille gewesen. Mhm. Danach waren es dann die Vorsitzenden des sogenannten Staatsrates, meistens dann komischerweise die SED-Funktionäre. Der erste Walter Ulbricht, dann Willy Stopf und dann Erich Honecker. Schlussendlich, wie Sie schon eben angesprochen haben, Georg und Krenz. Gab es da Unterschiede in den Führungsstilen und wenn ja, wie haben die sich auf das gesellschaftliche Leben ausgewirkt? Also diese einzelnen Personen, dieser Staatsoberhäupter. Ja, also sicherlich, es gab, also zunächst mal sind alles Kader der Partei gewesen und in den Anfängen auch sehr stark durch die Sowjetunion, durch die stalinistische Zeit geprägt. Nicht? Die, es gab durchaus verschiedene Entwicklungen unter den einzelnen Leuten. Also unter Ulbricht ist das, das war ein stalinistischer Parteikader. Nicht? Der hat im Grunde genommen ja, auch veranlasst, dass die Mauer gebaut wurde. Mit dem Satz, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, noch 10 Tage vorher. Und da gab es auch mal, Sie merken also, dass, der, dass sozusagen die Stimmung im Volk nicht immer sehr günstig war. Und konnten es dann erstmal, wie gesagt, diese, wer damals gehen wollte, konnte gehen bis zum Mauerbau. Nicht? Also es sind ja 3 Millionen insgesamt nach Böhmen gegangen. Nicht? Und dann hat sich das Ganze ein bisschen verhärtet. Nach dem Mauerbau war die Stimmung also am Tiefpunkt bei ganz vielen. Und das hat sich ein bisschen verbessert, so Ende der 60er Jahre. Dann gab es so Abkommen, dass man eben das Rentner reisen konnten zum Beispiel. Also so kleine Lockerungen gab es. Aber die Wirtschaft hat nicht viel gebracht. Und das war eben auch der Grund, weshalb sie Ulbricht gestürzt haben, Honecker. Nicht? Und der machte dann so eine Art Sozialprogramm, legte da auch auf Wohnungsbau, spielte dann auf einmal eine Rolle oder so. Nicht? Aber es hat ja viel nicht geholfen. Und die Stimmung wurde dann, also man erwartete immer viel mehr, als das wirklich kam. Nicht? Und da ist also die Unzufriedenheit im Grunde genommen permanent gewachsen. Nicht nur die Unzufriedenheit wegen der wirtschaftlichen Situation, auch wegen der politischen Situation. Weil es hat sich entwickelt, also war ja in den 70er Jahren nicht, die Konferenz von Helsinki, nicht, da gab es viel Hoffnung, nicht, es gab die UNO-Beitritt, da gab es viele Hoffnungen, aber es wurde nicht umgesetzt. Vor allen Dingen, wie gesagt, also die sogenannten bürgerlichen Rechte, nicht? Und die ging es hauptsächlich zunächst in der ganzen Zeit. Also Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, Meinungsfreiheit generell. Nicht? Und da gab es ja auch schon viele Beispiele, wo sich woanders punktuell manchmal was getan hat. Der Ungarn war zum Beispiel der Prater Frühling. Nicht? Das wurde dann immer mal wieder, dann aber drastisch zurückgedreht, sodass man, wenn man Hoffnung hatte, es bessert sich doch was, und ich kam gleich der Rückschlag, dass es wieder schlechter wurde. Ja. Vielleicht. Ja, hier sind vielleicht noch ein paar Bilder, wie es so in Halle aussah. Also, ein paar Demo-Bilder. Es gab ja ein Symbol, die Kerzen, nicht? Weil die Leute kamen, dann hat sich dann auch so entwickelt, die Kerzen. Und haben dann Kerzen hingestellt als Zeichen der Friedfertigkeit. Das war natürlich eben das Wichtigste. Wie sah eigentlich die Repression gegen die Kirche aus? Was wir auch sagten, Kirche und Sozialismus in den 80er Jahren, das hängt so ein bisschen an dieses Konzept deutsche Kirche im Nationalsozialismus, wo es dann auch so versucht wurde, Einfluss darauf zu nehmen. Und ich hatte, also man hört ja sowas wie
Studienverbote für Menschen, die sich in Kirchen engagieren, wie war das? Ja, das ist richtig. Natürlich, wie gesagt, das erklärte Ziel, auch im Sozialismus ist es ja am Anfang ganz deutlich gesagt worden, Kirche hat im Sozialismus nichts mehr zu suchen, hat keine Existenzberechtigung, dort sogar philosophisch begründet, nicht, dass eben alles sozusagen in der neuen Zeit keine Kirche mehr brauchen. Und das also, die dachten es doch von alleine aus. Das beantwortet sich und deswegen wurde auch nicht gefordert. Also in 15 Jahren ging es davon aus, 1960 gibt es keine Kirche mehr. Nur hat sich das eben natürlich nicht so abgespielt. Und die Repressalien gegen die Kirche sind permanent gewesen, aber punktuell eben sehr unterschiedlich. Es hing auch immer vom Agieren der Kirchenleute ab. Nun gibt es auch noch einen Unterschied zwischen der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche. Ich hatte vorhin kurz erwähnt, dass wir ja diese Friedensdekaden hatten seit Anfang der 80er Jahre. Das waren immer ökumenische gemeinsame Veranstaltungen. Also die Friedensdekade wurde von beiden Kirchen organisiert. Es gab ein Rahmenprogramm, so ganz großes, nicht? Also in allen Städten. Und dann gab es sozusagen viele kleine Möglichkeiten, eigene Dinge zu machen. Also wenn wir sozusagen gesagt haben, wir gehen von einer Kirche zur anderen mit Schildern, nicht, dann war das eine Idee von uns. Nicht? Oder wir haben Konzerte gemacht, nicht? Musik oder so. Nicht? Und da gab es aber eben auch Unterschiede. Wir hatten in Halle eine große katholische Gemeinde, die waren sehr aktiv und da hatten wir auch Mönche dabei, also gibt es auch ein Kloster in Halle. Und da war eben einer, der also ganz fantastische Konzerte geben konnte, ein Pater, weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Und der hatte Zulauf, nicht, bei diesen Veranstaltungen, was aber im Ergebnis war, der kam sofort, wurde der umgesetzt. Verschwand von der Bildfläche, nicht, weil es war. Und die katholische Kirche, die stand noch sehr stark unter diesem Einfluss, dass sie also mit dem Staat nicht sehr in Konfrontation gehen wollte. Und die haben sehr viel reagiert auf Druck des Staates. Also da gab es ja immer Kirchenbeauftragte von der Partei und auch von der Staatssicherheit. Die sind also dann hingegangen, waren bekannt da und haben gesagt, also wir erwarten, dass ihr das und das nicht macht. Und da hat die katholische Kirche relativ schnell reagiert, indem sie Personalien sozusagen umgesetzt haben oder eben verändert haben. Und das ist auch in der evangelischen Kirche oft so gewesen. Sie hatten also Ansprechpartner, die entgegenkommend waren oder eben Ansprechpartner, die haben das völlig abgelehnt. Also wie gesagt, auch in Halle gab es große Unterschiede. Wir haben in Kirchengemeinden Punk-Konzerte veranstaltet. Also weil auch solche Gruppen von jungen Leuten, nicht, die waren fast eben verfolgt oder so, nicht, hatten nirgendwo ein Unterkommen. Nicht. Da gab es eben manche Gemeinden, die haben das erlaubt, und manche Gemeinden eben nicht. Das war eine ständige Auseinandersetzung immer. Man wusste nie, wie sozusagen das ausgeht. Nicht. Das war wirklich immer abhängig vom Mut oder von der Courage der Einzelnen. Kirchenleute oder auch Gemeindemitglieder. Manche haben gesagt, ich entscheide das nicht alleine, ich habe den Gemeinderat, nicht, der wurde dann zusammengerufen und dann haben sie zu neuen getagt und haben gesagt, ja oder nein. Natürlich ist das ist ja auch hinterher bekannt geworden, aber haben auch zwischendurch gesagt, hier, es ist ja alles nicht innerhalb von einem Tag gelaufen. Das ist mal 3, 4 Tage oder eine Woche Vorbereitung bei solchen Sachen. Die haben dann alle Besuch gekriegt. Also warum haben wir da. Wir haben gehört, da haben sie sowas in der Gemeinde vor, das könntet ihr euch zulassen. Nicht? Weil das sind so diese ganz üblichen Methoden. Da gibt es ja auch viele Berichte darüber, was man da auch nachlesen kann, nicht? Wie viele Leute reagiert haben. Oder, dann gibt es auch immer noch so Berichte, so auch Zwischenstands- oder Ergebnisberichte. Im Vierteljahr, was sie so erreicht haben. Nicht? Da wird dann akribisch aufgeschrieben, wo sie Erfolg hatten, wo sie noch keinen Erfolg hatten, wo sie noch arbeiten müssen.
Also dieser Akt ist ja schon interessant. Also wenn man da ein bisschen dabei war, nicht, dann liest man das natürlich so mit Augen. Ich hoffe, dass Sie haben das schon mal so ein bisschen angerissen. Ich glaube, 75 oder 76 würde Wolf Lehmann. 75 mehr. Mhm. 75 war im Dezember, war das Konzert in Köln. Ja, wie haben Sie das erlebt, das schon mal so ein bisschen eingerissen und wie wurde das allgemein in der Gesellschaft betrachtet? Die Ausbürgerung. Na, es gab natürlich noch Riesen, also es gab eine bemerkenswerte, das war bisher die größte Protestwelle in der DDR, die daraufhin entstand. Ne? Weil Biermann war ja durchaus kein, er hat sich ja selbst auch heute noch als Kommunist bezeichnet. Ne? Und hat eben, aber die DDR, das System, so wie es war, kritisiert, was ja viele auch ähnlich sahen. Ne? Und dass er deswegen ausgebürgert wurde, das war eben auch sozusagen, da wurden alle getroffen, die kritisch waren. Ne? Und da gab es ja in der Folge dann auch ganz viele öffentliche Proteste, also Leute, die dann geschrieben haben, die auch bei Konzerten oder gerade in der Künstlerszene war das eben so. Und es gab auch viele Proteste sozusagen in der Stadt. Nicht? Man sah eben überall Schriftzüge Biermann zurück oder Biermann nur geschrieben. Nicht? Was dann auch wiederum die Stasi jetzt, denn da sind etliche verhaftet worden, auch verurteilt worden. Nicht? Das ist dann schon staatsfeindliche Hetze oder Herabwürdigung, alles so eine Paragraphen gab es ja, der staatlichen Maßnahmen. Nicht? Und nee, das ist also durchaus, es hat mehr in dem Sinne der DDR geschadet, als sie erreicht haben. Nicht? Da hat sie Glaubwürdigkeit verloren, noch und noch. Nicht? Das ganze Rede, das war ja schon 75, wo also Helsinki im Gange war, wo die UNO im Gespräch war, nicht? Wo also sozusagen, sie buhlte der DDR immer internationale Anerkennung. Nicht? Auch der Schaden im Ausland war jetzt viel größer. Und das haben sich eben immer, das ist eben schwierig zu erklären, beziehungsweise man kann es nur so erklären, dass wirklich diese alten Leute im ZK, also man muss sich das ja so vorstellen, diese Partei, die war völlig hierarchisch aufgebaut. Nur oben die Spitze, das ZK, Politbüro, das bestimmte. Das waren 14 Leute, die nachher alle schon uralt waren. Das ging in deren Köpfe nicht rein, dass sie was ändern sollte. Berühmte Aussprüche, wenn der Nachbar tapeziert, müssen wir ja nicht tapezieren. Es gab ja so Parteiideologen, nicht? Und das war nicht einsichtig. Nicht? Deswegen kam ja auch Gorbatschow, nicht? Das war nun unser blödes Vorbild. Nicht? Der sagte eben nicht, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Nicht? Damit meinte er natürlich auch eben, wenn man so eine Änderung nicht erkennt und etwas dagegen tut. Nicht? Ich meine, ohne Gorbatschow wäre die Sache nicht gelaufen in ganz Osteuropa. Wenn die Russen Hardliner gehabt hätten, wie Brezhnev davor, nicht, der hätte wieder die Panzer auffahren lassen. Es war ein großer Glücksfall, dass dieser Mann zu der Zeit das Sagen hatte in der Sowjetunion. Da hatte ich auch ganz viele Gegner. Gorbatschow ist heute der meistgehasste Mann in Russland. Ich bin jetzt ja auch wieder öfters da gewesen. Nicht? Tut mir leid, aber der hat sozusagen, dem haben wir es wirklich zu verdanken, dass hier dieser ganze Kalte Krieg in den 80er Jahren dann eben zu Ende ging. Sonst würden wir heute noch in getrennten Lagern sitzen. Weil ich bin mir sicher, nicht, dass wenn die Russen Nein gesagt hätten zu dieser Entwicklung, dann wären die auch wieder mit Panzern da gewesen und gegen die Russen hätte da keiner was ausrichten können. Nur manchmal gibt es so glückliche Umstände. Hat sich das neue Forum eigentlich zu einem gewissen Zeitpunkt dann so aufgelöst? Sie haben das auch schon so angesprochen. 1990 bis 1994, das konnte ich dieser Internetseite Zeitzeugenbüro entnehmen, waren die Stadtratenhalle für das neue Forum. Genau. Ist das richtig? Naja, wir hatten, das ist ein bisschen unübersichtlich kompliziert, wir hatten das Bündnis 90 gegründet.
Das neue Forum war ein Teil von diesem Bündnis, durchaus das stärkste. Das gab es ja immer noch auch als Partei. Also es war insofern ewiger Streit, wird man Partei mit Parteistatus und so weiter oder Bürgerbewegung. Nicht? Was ist man als neues Forum? Wir haben uns immer als Bürgerbewegung verstanden, mit politischem Anspruch, also mit auch dem Rechtskandidaten sozusagen wählen zu können für Gremien, egal ob das jetzt Volkskammer war oder Bundestag war. Aber das haben viele nicht akzeptiert, sondern haben eben gesagt, nee, wir machen denn im Grunde genommen das Bündnis 90. Und das war eben so ein Punkt, das Bündnis 90 besteht aus anderen, also einmal neues Forum und aus den anderen restlichen, nicht allen, aber anderen Gruppen. Und da war dabei die Vereinigte Linke, da war dabei das, die Initiative Frieden und Menschenrechte, das war eine Gruppe, die schon, da gehörten wir auch dazu, vor dem neuen Forum, das war eine der wenigen kleinen Anfänge in Berlin, ohne Partei oder ohne Kirche, und das beginnt 86, da waren eben vor allen Dingen Templin und Poppis dabei und wir waren aus Halle die Ableger dabei, aus Dresden waren dabei. Und der Unabhängige Frauenverband, also es waren im Grunde genommen wir vom neuen Forum zu 90, also wir hatten hunderttausende Mitglieder, die anderen hatten ganz wenige. Also zum Beispiel Soziale Frieden, Menschenrechte waren nur drei Leute. Und es war eben so, jeder ist eins. Also alle diese Gruppen haben eine Stimme gleichberechtigt, was dazu führte, dass wir eben den ganzen Wahlkampf gemanagt und bezahlt haben, aber die anderen, die haben natürlich ihre Plätze auch bekommen nach 1-1-1-1-1. Ne? War ein bisschen unglücklich, es war auch zu schnell. Im Grunde waren wir auch dadurch sehr stark in eine ganz linke Ecke gerutscht, bei vielen Leuten, ne, die völlig überrascht waren und sagten, was sollen denn da, von wem war doch die Linke da, mit denen haben wir doch gar nichts im Hut. Ne? Dadurch kriegt man auch bei der ersten Wahl, war dann schon das Dilemma da, kriegt ein 2,3%, glaube ich, also bei dieser ersten Volkskammerwahl. Das war ein völliges Desaster. Wir hatten am Anfang, gab es ja immer mal so Umfragen, nicht? Was wäre, wenn, also wenn das losging, als die Idee kam, Wahlen, es ging schon im Dezember los, nicht? Diese Rechnung. Da hatten wir mal 25-26% Zustimmung als neues Forum. Das Bündnis 90 ist dann erst danach entstanden. Im Februar gab es ja diese ganzen Verhandlungen. Nicht? Naja, das lief dann schon alles schief. Ich bin dann auch schon aus dem neuen Forum wieder ausgetreten, 2000 etwa, ja, also schon lange her, weil es hat nachher keine politische Bedeutung mehr gehabt. Es sind jetzt mehr oder weniger nur noch Leute im neuen Forum, die sozusagen die Geschäftsführer sind, die noch die Gelder aufbrauchen, die wir mal gekriegt haben. Ich glaube, ja, das hat jetzt so eine Eigendynamik, nicht, aber eine politische Aussage ist gar nichts. Es ist nichts mehr. Hat man eine, wie gesagt, eine Funktion gehabt in der Wendezeit, nicht? Weil das war der große Renner in dem Sinne, nicht? Damit haben wir die Leute mobilisieren können, oder? Das hat sie angesprochen. Das war nachher, nicht? Die haben sich alle zum neuen Forum erklärt. Aber es war auch gut so, weil ohne so viele Leute wäre es auch nicht denn so schnell zum Zusammenbruch der DDR gekommen. Das hätte man nie gedacht, dass so schnell sich so ein intaker, also fester, autoritärer Staat so in Luft auflöst. Andererseits muss man auch sagen, auch das ist Glück, die haben sich viele zurückgehalten. Es gab auch keinen richtigen Scharfmacher bei der Stasi. Es gab einen Offizier oder einen Chef der Bezirksleitung, also gab ja nur Bezirke, nicht? Das waren die großen Einheiten, Entgera. Der hat am 15. November an alle seine, da waren die ja noch völlig im Gange, ne? Da war noch kein Mensch in der Stasi je drin gewesen. Der hat am 15. November ein Rundschreiben an alle seine ganzen Stasi-Genossen und Chef geschickt. Jetzt ist der Zeitpunkt, wer wen. Das war dieser Spruch. Also davor hatten sie immer Angst. Wer wen heißt entweder die
oder wir. Also er hat aufgerufen zum Putsch, nicht? Und wollte eben, also hat so ein paar Sätze, nicht? Also sie müssen jetzt losschlagen, weil jetzt ihnen entbleibt die Macht. Und wenn sie jetzt nicht die Macht darum kämpfen, dann ist es mit ihnen zu Ende. Schreibt er noch so, nicht so während seiner Wand gesperrt oder so, also hat er dann auch Angst oder so. Ist ja nicht, zum Glück auch nichts gewesen. Ich muss ja auch sagen, da waren wiederum unsere Leute sehr zurückhaltend und sehr friedfertig. Es ist nirgendwo irgendwie was passiert. Nicht einer ist zu Tode gekommen, nicht einer. Na gut, verletzt, ja, die haben noch, am Anfang noch geprügelt. Also in Halle haben sie auch noch richtig am 9. Oktober haben sie unseren Marktplatz leergeräumt mit Hunden und mit Schlagstöcken und 150 Leute festgenommen. Da ist am selben Tag in Leipzig sozusagen nichts mehr passiert. Da ist in Halle noch alles aufgeräumt worden und in anderen Städten auch. Aber das war eben insofern Glück, dass da keine Gewalt gekommen ist. Sonst wäre es schlimm geworden.